Mein Name ist Simone Preis und wir sind hier im wunderschönen Innenhof des Städtischen Klinikums in Dresden-Trachau, was meine Arbeitsstätte ist. Ich arbeite als plastische Chirurgin und das schon inzwischen viele Jahre und inzwischen fast 10 Jahre hier in Dresden, komme eigentlich aus Berlin und bin Wahl-Dresdnerin geworden und das sehr, sehr gerne und ich glaube, hier will ich nicht mehr weg. Meine Good News für Sachsen sind, dass es hier echte Solidarität gibt. Die Sachsen sind sowohl bereit, in Krisen- und Kriegszeiten Menschen aus anderen Ländern zu betreuen und zu sich zu Hause aufzunehmen, wie nach Beginn des Ukraine-Krieges. Und sie sind auch bereit, wie unser Klinikum, Menschen aus Kriegs- und Krisengebieten zu behandeln und denen Fürsorge zukommen zu lassen. Das haben wir hier im Klinikum getan und tun es immer noch. Und wir kümmern uns auch jetzt ganz aktuell um Patienten aus Gaza zum Beispiel, die wir planen hier in unser Klinikum und nicht nur in unser schönes Klinikum, sondern auch in andere sächsische Kliniken zu übernehmen und denen zu helfen. Und darüber hinaus gibt es hier auch Menschen, die ehrenamtlich und in ihrem Urlaub in Kriegs- und Krisengebiete fahren und Menschen dort zu helfen, die eben keinen so guten Zugang zu medizinischer Versorgung haben, wie wir das haben. Ich würde gern berichten von etwas, was mich tief beeindruckt hat, und das war mein allererster Einsatz mit Interplast, einer gemeinnützigen Vereinigung, die in Deutschland gegründet, aus vielen plastischen Chirurgen, aber eben auch nicht nur aus Chirurgen, sondern auch aus Anästhesisten und Pflegekräften und Physiotherapeuten und anderen Helfern besteht und die in vielen Ländern Menschen behandeln, die sich das sonst niemals leisten könnten. Und ich war im letzten Jahr mit diesem Verein in Tansania. Und in Tansania haben wir in einem kleinen Krankenhaus innerhalb von 14 Tagen ungefähr 60 Kinder, vorrangig verbrannte Kinder mit schweren Narbenbildungen, die Kontrakturen hinterlassen, also wo Kinder nicht mehr die Arme oder die Beine bewegen können, wo Arme komplett an den Thorax angewachsen sind, wo Finger nicht mehr bewegt werden konnten, geholfen durch Operationen. In einem Team von 7 Frauen, was ganz großartig war, wo ein sehr guter Spirit geherrscht hat. Und deswegen war es uns möglich, dort Tag und fast bis in die Nacht hinein 14 Tage lang zu operieren. Und wir haben diesen Kindern geholfen. Und diese Kinder hätten ohne unsere Hilfe gar keine Chance, jemals eine berufliche oder schulische Ausbildung genießen zu können, weil sie eben sich nicht gut bewegen können. Und das ist meine Good News, weil diese Einsätze sind nur möglich, weil Sachsen und Sächsinnen diese Einsätze finanzieren. Es ist eine rein spendenfinanzierte Stiftung und nur weil die sächsische Sektion so gut bedacht wird mit Spendengeldern, ist es möglich, dass wir dahin fahren können, die Flüge und unsere Unterkunft und viele Arzneimittel bezahlt werden. Und das ist wirklich großartig. Vielen Dank. Mir macht Hoffnung, dass es so viele solidarische Menschen gibt, die zum einen die Menschen mit ihren Spenden unterstützen, die wir dann operieren können mit Interplast Deutschland. Und mir macht Hoffnung, dass mein Klinikum es auch ermöglicht, Ärztinnen wie mir unbezahlten Urlaub zu gewähren, damit ich in solche Länder reisen kann. Und meine große Hoffnung ist, dass tatsächlich nichts dazwischen kommt und ich am 25.10. erneut nach Tansania fliegen kann, weil da noch ganz viele Kinder auf mich warten. Den Menschen in Sachsen wünsche ich manchmal mehr Zuversicht und die Möglichkeit, auch über den Tellerrand zu schauen, so wie mir es möglich war, als ich jetzt letztes Jahr in Tansania war. Weil kein Zugang zu medizinischer Versorgung, das kann sich hier eigentlich niemand vorstellen. Wir haben eines der besten Gesundheitssysteme der Welt, weil
jeder, egal ob er gerade einen Herzinfarkt hat oder einen Unfall auf der Straße oder bei seiner Extremsportart erlitten hat, der kann hier ins Klinikum kommen und muss sich keine Gedanken machen, wie das finanziert wird. Weil wir haben eine gesetzliche Krankenversicherung und eine private Krankenversicherung. Und die finanziert den größten Teil der anfallenden Kosten. Und das muss man sich immer mal wieder bewusst machen. Und außerdem wünsche ich allen Sachsen und Sächsinnen immer gute Gesundheit.